Heute sprechen wir über die Beurteilung koronarer Aufnahmen der Skoliose. Hierbei verschafft man sich zunächst einen Überblick darüber, ob eine koronale Disbalance vorliegt, indem man die C7-Falllinie bestimmt. Als nächstes empfiehlt es sich zu prüfen, ob ein Beckenschiefstand vorliegt. Da das Becken und hier insbesondere die sakrale Endplatte das Fundament für die Wirbelsäule ist, verursacht ein Schiefstand in diesem Bereich in der Regel eine koronare Deformität. Dann folgt die Analyse der koronalen Kurven. Hierzu kann zunächst der Apex der Haupt- und Nebenkurve bestimmt werden. Hierbei sollte dann auch die Richtung der Konvexität notiert werden. Dann Bestimmung des Kopfwinkels sowie der Neutral- und der stabilen Wirbel. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Bewertung der lateralen Olisthesis sowie die Abgrenzung zur rotatorischen Subluxation. Und zuletzt die Einschätzung osteophytärer Anbauten als Hinweis stabilisierender Prozesse. Die aufgeführten Punkte gehen wir jetzt im Einzelnen durch. Zur Bestimmung der C7-Falllinie wird von der Mitte des C7-Wirbelkörpers eine Falllinie gezogen. In der horizontalen der S1-Endplatte wird dann der Abstand der C7-Falllinie zur Mitte der S1-Endplatte gemessen. Um die Auswuchtung einer Kurve zu quantifizieren, kann die Apical Vertebral Translation gemessen werden. In der proximalen Brustwirbelsäule wird hierzu der Abstand zwischen der Mitte des Wirbelkörpers im Apex zu der Falllinie von HWK7 gemessen. Im Bereich des thorakolumbalen Übergangs und der LWS wird als Bezugslinie eine senkrechte von der Mitte der sakralen Endplatte genommen. Der Beckenschiefstand wird in Bezug auf eine horizontale Referenzlinie bestimmt. Dazu muss eine sogenannte Pelvic Coronal Reference Line bestimmt werden. Hierbei kann man sich an verschiedenen anatomischen Strukturen orientieren. In Abbildung 1 wird diese Linie beispielsweise anhand der sakralen Notches bestimmt. In Abbildung 3 anhand der obersten Punkte der Beckenschaufeln. Zur Quantifizierung der Beinlängendifferenz wird am obersten Punkt des höher stehenden Femurkopfes eine Horizontale gezogen. Der Abstand zum tiefer stehenden Femurkopf entspricht der Beinlängendifferenz, wobei diese sowohl anatomisch als auch funktionell sein kann. Das Konzept der Sacral Obliquity ist etwas komplizierter. Letztendlich handelt es sich hierbei um eine sakrale Deformität. Als Bezugslinie wird die sogenannte Femoral Head Reference Line bestimmt, die entlang der obersten Punkte der Femurköpfe zieht. Die Sacral Obliquity wird dann in Bezug einer Linie durch die sakrale Endplatte vorgegeben. In dieser Abbildung sind zudem verschiedene Varianten mit und ohne Beinlängendifferenz angezeigt. Zur Charakterisierung der koronalen Kurven sollten zunächst folgende Wirbelkörperformationen bestimmt werden. Die Endwirbelkörper schließen jeweils mit der stärksten Verkippung kranial und kaudal die Kurve ein und werden auch zur Bestimmung des Kopfwinkels genutzt. Der neutrale Wirbel einer Kurve ist der kranialste Wirbel unterhalb des Apex, der symmetrische Pedikel zeigt und damit in der koronalen Ebene nicht rotiert ist. Der stabile Wirbelkörper ist der kranialste Wirbelkörper unterhalb des Endwirbelkörpers, welcher von einer senkrechten aus der Mitte der sakralen Endplatte mittig geschnitten wird. Die Bestimmung des Kopfwinkels erfolgt durch die kranialen und kaudalen Endplatten der Endwirbel. Eine Besonderheit bei der adulten Skoliose ist das häufige Vorliegen einer fraktionalen lumbosakralen Kurve, also einer Teilkurve im Bereich des lumbosakralen Überganges. Die Nash-Moe-Klassifikation wird zur Beurteilung der Rotationskomponente einzelner Wirbelkörper genutzt. Grad 0 entspricht symmetrischer Pedikel. Bei Grad 1 liegt der konvexseitige Pedikel etwas in Richtung der Mittellinie. Bei Grad 2 gute 2/3 zur Mittellinie. Der konkavseitige Pedikel ist kaum sichtbar. Bei Grad 3 ist nur noch ein Pedikel in der Mittellinie sichtbar. Und bei Grad 4 ist der Pedikel über die Mittellinie hinaus rotiert.
Laterale Translationen werden in lateralen Olisthesen und rotatorische Subluxationen unterteilt. Bei lateralen Olisthesen stehen die benachbarten Wirbelkörper bezüglich der Rotation relativ neutral zueinander. Bei der rotatorischen Subluxation liegt, wie der Name schon sagt, eine rotatorische Komponente vor. Zur Quantifizierung in Millimetern wird von der unteren Ecke des oberen Wirbelkörpers sowie von der oberen Ecke des unteren Wirbelkörpers jeweils eine Senkrechte gezogen und der Abstand zueinander gemessen. Bei Vorliegen ausgeprägter Osteophyten kann zur Messung zudem noch die Wirbelkörperaußenseite hinzugezogen werden. Eine französische Arbeitsgruppe unterscheidet hier zudem noch zwischen offener Dislokation und geschlossener Dislokation. Bei der offenen Dislokation wird kein relevanter Einfluss auf den Spinalkanal und das Neuroforamen gesehen. Es werden aber Nervenwurzelirritationen aufgrund von Instabilitäten, Bandscheibenvorwölbungen und Flabumverschiebungen postuliert. Bei der geschlossenen Dislokation werden eher Rezessus- und Foramenstenosen auf Seite der Dislokation als Problem gesehen. In einer prospektiven Studie mit 95 Patienten wurden radiologische Parameter mit Schmerzen aufgrund einer adulten Skoliose korreliert. Als relevante Faktoren konnten Olisthesen, die Verkippung der L3 und L4 Endplatten sowie Parameter der sagittalen Balance identifiziert werden. Interessant war, dass wider Erwarten der Kopfwinkel, also das Ausmaß der Skoliose, wie auch bis zu einem gewissen Grad die koronale Disbalance keinen Einfluss auf das Schmerzgeschehen zeigte. Zur adäquaten Beurteilung sind Ganzwirbelsäulenaufnahmen im Stehen in AP notwendig. Zur Beurteilung der Flexibilität der Kurven sind Side-Bending Films notwendig. Diese können sowohl im Stehen als auch im Liegen, wie hier bei diesen Aufnahmen, durchgeführt werden. Eine weitere Möglichkeit, die Flexibilität einer Kurve zu prüfen, besteht in Push-Prone-Films. Hierbei wird der Patient auf den Rücken gelagert und von seitlich auf die Kurve gedrückt. Bei einer thorakalen Kurve muss hierbei unterhalb des Apex der Kurve gedrückt werden, um die Rippen zu mobilisieren, die dann tatsächlich im Bereich des Apex ansetzen. Ein ähnlicher Effekt lässt sich mit Fulcrum Bands, also mit Polsteraufnahmen, erreichen. Hierbei wird der Patient seitlich auf ein Keilkissen gelegt, um die Flexibilität der Kurve zu testen. Eine ähnliche Methode lässt sich auch gut dafür nutzen, um die Flexibilität einer kyphotischen Deformität zu testen. In ähnlicher Form lässt sich damit natürlich auch im Bereich der LWS die Lordosierungsfähigkeit eines Patienten einschätzen. Eine weitere Möglichkeit bieten Traktionsaufnahmen. Damit beenden wir die Fortbildung zur Beurteilung koronaler Aufnahmen bei adulten Skoliosen.